Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Black Ops 2 und bevor es losgeht, möchte ich euch schnell nochmal was zeigen. Oh, was will denn der Kevin gerade? Okay, schauen wir uns das mal kurz an. Bei der Aufnahme oder der PS? Ach so, nee, ich sag dem Red X-Hawk, dass es losgehen soll. So. Danach, Quatsch, danach. Davor möchte ich euch aber noch kurz was zeigen. So, let's go. Yo, das war ja jetzt witzig. Da ist noch irgendwer gejoint. So, eine Sache möchte ich euch noch ganz schnell zeigen. Mann, Alter. Hier, The Death Hakan. Ich schwör's euch, bester Mann. Ich feier den Typen einfach. Der ist so richtig korrekt, der Junge. So richtig korrekt. Es ist immer schön, ihn dabei zu haben. Und, was ich noch sagen wollte, The LP Devin hat sich gewünscht, dass ich mal mit der MSMC zocke und die habe ich ja sowieso dabei. Da werde ich dann jetzt direkt noch meine Aquatarnung draufhauen und dann geht's auch schon los. Ja, kann eigentlich losgehen, Junge. Also ist natürlich ein bisschen doof mit der Verständigung hier, wenn man alles stumm schaltet, ne? Aber naja, ist egal. So, ich hoffe natürlich, dass es jetzt gleich mal losgeht. Bin schon sehr zuversichtlich. Oh, komm bitte, Raid. Endlich wieder Team Deathmatch. Ich musste gestern mit einem Kollegen noch Hardcore-Dingens zocken. Hardcore-Herrschaft. Und das hat so wirklich an meinen Nerven gezerrt. Auch wenn meine Nerven manchmal wie Drahtseile sind, die aus Stahl, ja, halt konsistiert sind. Manchmal geht's halt nicht. So, und ja, wie gesagt, wir sind hier gerade in der Aufnahme und ich freue mich schon drauf. Komischerweise konnten einige Leute nicht kommen. Eigentlich wollte ich den der Farkan auch dabei haben. Ging leider nicht. Der zockt gerade noch der Riese. Ein Level. Und das Spiel, das möchte ich Jawohl. ihm natürlich nicht vermiesen. Ich habe gesagt, Herrschaft. Ja, jetzt halt die Schnauze, du kleines Kind. Und ein kleiner Beweis dafür, dass ich etwas überfordert bin mit euren Anfragen beim PSN und mit euren Nachrichten, den werde ich euch kurz zeigen. Da-dam, 1071 Nachrichten. Ja, ich habe es ungefähr 6 Monate so gelassen und habe die Nachrichten nicht gelöscht. Und es haben sich über 1000 Nachrichten gesammelt. Was heißt das? Ja, beim PSN schreiben mich wirklich verdammt viele Leute an. Also lasst das bitte, Leute. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Wenn ich unbedingt mal was mit euch starten will, dann sage ich euch das in dem Infovideo. Dann setze ich mich vor die Kamera und dann geht's los. Aber soweit das Ganze nicht in dem Fall so ist, dann echt mal, schreibt mich bitte nicht an. Also gut, anschreiben könnt ihr mich, aber Freundschaftsanfragen schicken, das geht mir einfach nur noch auf die Eier. Das werden einfach immer mehr und desto öfter ich es eigentlich sage, umso mehr werden es. Und das ist einfach nur zum Kotzen. Ich hätte nicht gedacht, dass das durch YouTube so krank werden kann. Naja, aber immer noch besser als Schule, das muss man ja mal sagen. So, und direkt mal der LP Devins Wunsch erfüllen, mit der MSMC durch die Gegend zu laufen. Übrigens, Aquatarnung auch sehr geil, hat sich gelohnt, sich das Ding zu holen. Na komm raus, du kleiner Camper. Und geholt! Yeah! Oh. Na gut, ich hatte wenigstens einen Hitmarker von irgend so einem komischen Önki hier geholt. Ey, man trifft die auch irgendwie gar nicht heute, ne? Stimmt's oder habe ich recht? Ey, nein, Mann, du Wichsgurke! Ah, das ist doch einfach zum Kotzen, weißt du? Du holst zwei Leute weg, dann kommt direkt der dritte. Dieses Phänomen kommt immer häufiger vor in Black Ops 2. In letzter Zeit jedenfalls. Immer schön vorsichtig, vorsichtig! Und jetzt wegholzen! Schnauze, du Wichser! Mann! Und das ist nur ein 5 zu 3, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Na gut, na gut, na gut! So, ich folge natürlich dem Plan von LP Devin und yo, mit der MSMC geht's weiter. Übrigens, Dankeschön für den Tipp. Ich verlinke deinen Kanal in der Videobeschreibung. Ist ein Kollege von mir. Wir treffen uns immer Schulhof und so, ja, weißt du? Mit dem Eric geht Treffen leider nicht so gut, aber mit dem werde ich mich auf jeden Fall auch noch treffen. Jedenfalls in den Osterferien, während ich für mein Abitur lerne. Boah. Und ganz ehrlich, ich würde lieber YouTube hauptberuflich machen, als mich mit dieser ganzen Schulscheiße rumzuquälen. Ich glaube, das geht den meisten von euch genauso, selbst denen, die nicht so aktiv auf YouTube sind oder keine Videos machen. Aber naja, wir haben halt keine Wahl im Leben. Individuelle Schulen, sowas gibt es nicht. In denen ihr eure Fähigkeiten ausbauen könnt, siehst du? Dann wäre ich jetzt beispielsweise nicht geholt worden, wenn ich Aktivzocken zum Beispiel gemacht hätte als Fach.
Aber das gibt's ja leider nicht. Es geht immer nur um Leistung. Es geht in unserer scheiß Leistungsgesellschaft immer noch um Leistung. Und das ist einfach nur traurig. Weil das Lernen, das wir ja hier praktizieren, jetzt habe ich mich gerade nicht konzentriert auf dieses Spiel. Das ist einfach ein Bulimie-Lernen. Und wisst ihr, was ich damit meine? Jetzt hat er mich schon wieder geholt. Damit meine ich einfach, dass du ganz, ganz viel lernst, danach kotzt du es aus und weißt es nicht mehr nach ein paar Jahren. Das meine ich damit eigentlich. Es bringt im Endeffekt gar nichts zu lernen. Weil du es halt irgendwann wieder vergisst. Klar, für deine Noten bringt's was, aber für die Zukunft? Nee. Und ich werde auch nochmal ein Video machen, wo ich das genauer thematisiere. Allerdings weiß ich noch nicht wann. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gemacht, was sehr aufwendig war. Also, Let's Talk-mäßig. Da wird natürlich noch was kommen über die Schule. Da gibt's genug Themen, über die man sich richtig aufregen kann. Vor allen Dingen, nachdem ich mein Abitur habe, werde ich da nochmal richtig schön drauf rumhacken auf unserem Schulsystem. Und yo, ich habe schon ganz vergessen, mit der Dinges zu zocken, mit der MSMC, mit der Muschi-Saft, Mösen-C-Sekret, nein, keine Ahnung, was heißt MSMC? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Das wäre sehr, sehr lieb von euch. Ja, ist doch scheiße. Weißt du, da bist du schon der Spieler, der ganz oben steht und dann hast du eine 8-11er-Quote, das kann doch auch nicht sein, oder? Es ist ja immer schöner, mit Leuten zusammen zu zocken, zum Beispiel hier mit dem Kevin. Aber wenn du da siehst, wie teilweise deine Freunde und Abonnenten sterben, das ist doch einfach nur traurig. Gerade deswegen sind diese Lobbys immer so ein Trauerfall für mich. Okay, der ist tot. Komm raus. Scheiß kleiner Arschkäfer. Ey, Mann, Alter. Der einzige Vevo-Styler, der hier durch die Gegend läuft, Alter, das bin immer noch ich, ja. Ich weiß zwar auch selber nicht, was ein Vevo-Styler ist. Nein, Spaß, natürlich weiß ich das. Ist ein von mir erfundener Begriff, weißt du. Es gibt ja allgemein solche Sachen, die ich auch mal gerne erfinde, die sich leider nicht ganz durchsetzen, auch wenn es ganz, ja, lustige Sachen teilweise sind. Gut, ich will mich jetzt selber nicht als lustig bezeichnen, wir kriegen nämlich gerade auf die Schnauze und ich kann überhaupt nicht lachen, aber es gibt zum Beispiel so Wörter wie Besserwichser, die ich einfach aus Besserwisser gemacht habe. Daraus hätte ein wunderbares Jugendwort werden können, was ich verbreiten hätte können, aber das ist einfach nicht geschehen. Da hat sich keiner so für interessiert, weißt du, aber YOLO und chillen und sowas, das verbreitet sich, ja sicher, weil die Leute auch dumm sind, die wissen gar nicht, was ich meine, wenn ich sag Besserwichser. Klar, man erinnert sich an das Wort Besserwisser, aber letzten Endes, jetzt überlegt's euch doch mal, es hat doch einfach keinen Sinn, es gibt genug dumme Leute da draußen und, ja. Traurig auf jeden Fall, richtig traurig. Und nur wegen dummen Leuten verreckt unsere Gesellschaft immer mehr. Aber darauf komme ich in einem anderen Video zu sprechen. Und wir müssen mal wieder auf Raid zocken. Ja, das ist super. Haben wir denn nicht noch irgendwen, der mitzocken kann? Nein? Nee, gerade irgendwie nicht. Okay, Klasseneditor. Ich kann meine Scorpion-Klasse übrigens mitnehmen. Mit Pack-a-Punch-Tarnung sieht die geil aus. Die Jugoslawen-Klasse habe ich leider nicht dabei. Oh, guck mal, Hijacked. Das können wir ja nochmal zocken. Ah, meine Rede. In jedem zweiten Part kommt Hijacked vor. Uhu. Ja gut, dann müssen wir das wohl machen. Und nein, Kevin zockt HD, hackt nicht. Auch wenn er die Clan-Markierung Hack hat. Die kann man sich ganz einfach auch selber machen, verstehst du? Das hat nichts damit zu tun, dass man hackt. So wie ich bei MW3. Ja, okay. Es werden übrigens wieder ein paar Folgen von MW3 kommen, in absehbarer Zeit, aber erstmal nicht. Also jetzt kommt erstmal MW2, da kriege ich erstmal von Hackern richtig auf die Schnauze und bei MW3 werde ich mich dann rächen. Zwar an Unschuldigen, aber naja, ich war ja auch unschuldig und brauchte das Geld. Nein, Spaß. Es ist allgemein eine schöne Sache, fällt mir gerade ein, mit Abonnenten zu zocken. Ich werde auch irgendwann mal eine offene Lobby machen, an irgendeinem Tag, und dann werde ich so ein Ferien-Special machen. Da kann mir dann an diesem Tag jeder eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich nehme die an und ja, dann mache ich eine Lobby auf, in die könnt ihr joinen und dann können wir einfach nur zusammen Spaß haben. Also ich werde das dann in einem Infovideo noch sagen, also oder in mehreren Infovideos. Ich weiß ja nicht, was mal sein wird, wann ihr dieses Video seht, ob ihr überhaupt diesen Kanal vorher kanntet. Und falls ihr neu seid, dann hallo, neue Zuschauer, also potenzielle Zuschauer. Keine Ahnung, ob ihr den Kanal gut findet oder das, was ich mache, ist mir eigentlich auch relativ schnurz. Ich habe ein paar gute Leute am Start, die auch öfters mal zugucken, Kommentare schreiben. Und da bin ich einfach nur übelst danke, danke vor allem, übelst dankbar für. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ohne euch wäre das Ganze nicht so geil, wie es gerade ist.
Und ohne euch hätte ich auch nicht so viel Spaß und würde mich so viel aufregen beim Zocken. Normalerweise sind da nicht so viele Emotionen drin. Teilweise musste ich spielen. Also teilweise musste ich diese Emotionen spielen, aber mittlerweile klappt es eigentlich auch so, dass ich mich wirklich auslasse und in dem Spiel richtig schön abgehe, so wie ich halt bin. Und es tut einfach nur verdammt gut, man selbst zu sein. Das kann ich allgemein in unserer Gesellschaft bzw. Schulform heute nicht. Und deswegen lasse ich mich hier auch richtig gerne aus, labere einfach nur über das, worauf ich gerade Bock habe, versuche euch damit auch noch ein bisschen glücklich zu machen und dann läuft's eigentlich. Und ich finde es auch toll, dass ein paar Leute auf meiner Seite sind und sich das Ganze angucken. Es ist einfach geil von euch. Vielen Dank, Leute. Und eine neue Sache habe ich mir auch überlegt. Das ist jetzt zwar nur was Formelles, aber ich werde in Zukunft nach manchen Videos, deren Ende ich auch absehen kann. Nach diesen Videos werde ich auf jeden Fall sagen, scheißt auf ein Like. Hauptsache, ihr habt das Video gesehen und es hat euch gefallen. Und ja, danke schön, dass ihr es bis zu der Stelle geguckt habt, ne? Und sowas dann halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wie sieht's denn gerade aus? 3 zu 1 ist ganz okay eigentlich. Klar, es geht besser. Ja, ich bin nicht der beste Spieler der Welt, das weiß ich selber. Aber das ist, boah, jetzt habe ich gerade übelst durch die Gegend gesprayt, ohne irgendwas zu erreichen. Guck mal, das SkyAge, das ist doch auch eine Idee. SkyAge, Beste. Hallo. Ach so, der ist schon weg. Okay, das war gar kein Gegner. Zack. Das ist doch schwul, Alter, wenn die Gegner hinter dir spawnen. Nichts gegen Homosexuelle, aber mal ehrlich, das ist einfach nur schwul, ey. Kann doch nicht sein. Ganz ehrlich, euch kleine Arschkriecher werde ich noch ziehen. Vor allem Arschkriecher, weil es meistens kleine Kinder sind. Irgendwelche kleinen Nubi-Kinder, die mir so richtig auf den Sack gehen. Ich bin da mittlerweile, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch schon 18 Jahre alt und habe einfach keinen Bock mehr, mich da mit irgendwelchen kleinen Kindern rumzuschlagen. Es gibt genug respektlose kleine Scheißblagen auf unserer Schule. Und mit Scheißblagen meine ich meistens nicht mal die 11-12-Jährigen. Ich meine eher so diese 13-14-Jährigen, diese YOLO-pubertären Spastis, die einem einfach nur so richtig auf den Sack gehen wollen. Natürlich will ich das nicht verallgemeinern und es sind nicht alle so, ne? Das lasst euch gesagt sein. Es gibt auch richtig korrekte Leute, die 13, 14 Jahre alt sind, aber das sind halt leider die meisten vor allen Dingen. Das sind leider die wenigsten. Und gerade das regt mich auch übertriebenst auf immer wieder. Es gibt so viele Vollidioten auf unserer Welt und es werden einfach immer mehr mit jeder Scheißgeneration und der Anteil wird einfach größer, alles wird beschissener. Unsere Welt geht den Bach runter. Aber das wissen die meisten von euch ja eh. Und geil ist auch, dass ich mir hier die Sorgen vom Leib reden kann und das für euch teilweise Unterhaltung ist. Hier schauen die meisten Leute zu. Das ist die erfolgreichste Videoreihe im Moment auf diesem Kanal. Und ich wollte mich auch dafür nochmal bedanken. Dankeschön, dass ihr dieser Reihe so viel Support gebt. Das macht mir besonders viel Spaß, weil ich weiß, dass ein paar Leute auf jeden Fall auch zuhören. Nicht wie bei irgendwelchen Projekten, wo ich gerade mal 10 Aufrufe habe. Da glaube ich dann auch irgendwie, dass ein paar Leute mich irgendwie nur mögen und die Videos dann halt öfters mal aufrufen und das war's. Vor allen Dingen, weil kein Feedback irgendwie kommt, Kommentare oder so. Und ja, das ist halt auch so ein Phänomen, was ich mal ansprechen wollte. Also wie gesagt, ihr habt Views, aber keine Likes oder Kommentare. Likes sind mir scheißegal, Kommentare sind mir wichtig, das wisst ihr. So, Nacht zu 2 kann sich eigentlich sehen lassen. 4-0 ist eine gute KD. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich kam ich nicht irgendwie arrogant drüber. Manche Leute behaupten ja immer, man ist arrogant, wenn man irgendwie ein bisschen freier redet. Aber ich finde das eigentlich ganz nett. Ich rede auch nur so frei, weil ich euch hier vertraue und man euch eigentlich auch mehr erzählen kann als manchen anderen Leuten, die da etwas zu aufmerksam sind und sich gleich alles aufschreiben in ihrem kleinen Verstand und dann euch gleich in irgendeine Schublade einordnen und dann letzten Endes denken, oh, Spasti, genau wie die ganzen anderen Vollidioten und das war's. Ja, also bis zum nächsten Part, haut rein und Dankeschön, dass ihr euch das angeguckt habt. Habt, meine Güte, Versprecher for the win, Alter. Heute ist echt richtig schlimm.